Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir Cargo Bridge 2 und ich habe keine Zeit, deswegen rede ich so schnell und wir starten gleich das Game. So, ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel natürlich nicht. Wir klicken hier einfach mal auf das erste Ding und machen das erste Level und versuchen mal herauszufinden, was wir überhaupt machen müssen. Okay, Drag to Navigate. Okay, das ist klar. Next. Cross the Valley. Okay, Click Plus Tool, Change Tool. Orgwood. Okay, was auch immer. Test der Construction. Okay. Ja, dann versuchen wir mal so Glück, ne? Also, wir können uns hier mit in der Welt bewegen, wie man sieht. Wir können dann hier... Das reicht also nicht, also bauen wir es mal hier rüber. Zack. Wir machen das genauso, wie das hier gesagt ist. Plus-Tool, dann haben wir Walk, Wood, Walk 1 und Wood haben wir. Okay. Mit diesem Wood kann man dann hier scheinbar das stabilisieren. Machen das natürlich noch ein bisschen höher, so. Und dann versuchen wir einfach hier Test. Okay, dann testet er jetzt. Click right to the... Okay, also was auch immer. Dann klicken wir mal. Okay, er kommt rüber. Hey! Und dann müssen wir auch das zurückholen. Okay, verstehe. Yay! Okay. Next Level. Wie? Ach, jetzt habe ich V2 gemacht. Okay, das tut mir leid. Schieb das mal wieder rüber. Du, 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 du. Jawohl, passt. Okay. Next Level, okay. Ja, to build strong bridges. Okay, ja, ja, ist klar. Wir brauchen jetzt keine Anleitung mehr. Jetzt machen wir erstmal. Also, wir machen erstmal. Erstmal bauen wir den Weg. Also, da muss von hier aus natürlich irgendwie rüberkommen. Das versuchen wir so zu machen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Holz. Und da würde ich sagen, machen wir hier so eine Konstruktion, die uns das irgendwie erlaubt, das zu stützen. Oh, das reicht nicht. Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen so. So und so. Das ist jetzt von unten geschützt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber zur Not bauen wir einfach hier noch so ein Ding hin. So, ihr werdet sehen, das wird das beste, ultimativste, was hier gebaut worden ist. Not. Hallo? Not in the sounds. Okay. Ja, dann testet einfach mal so. Lieber nicht. Wie kommen wir wieder zurück in die Bildphase? Redesign Bridge, okay. Also das hier oben, können wir das irgendwie wegmachen? Also da haben wir den Eraser. Das hält hier nicht so gut aus. Vielleicht machen wir das einfach ohne das. Okay, hält nicht. Dann wieder zurück. Also, das hält nicht. Da müssen wir uns ein bisschen anders überlegen. Also, gut. Dann überlegen wir uns das was anderes. Machen wir das doch ganz anders. Dann machen wir doch den Weg. Den Weg machen wir so. Von da nach da. Nee, wir machen das doch schon so. So muss das sein. So, jetzt versuchen wir das hier irgendwie. Nee, Eraser. Da muss ja gar kein Weg hin. Ich muss ja da natürlich Holz hinbauen. Jetzt versuchen wir es genauso auf diese Höhe zu bringen. So. 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 Jetzt mit zwei Stämmen nach oben. So. Machen wir noch so eine Verbindung da rein und so eine Verbindung. Das klappt. Mist. Eraser. Dann darf das nicht so ganz hoch sein. Nein. Okay, dann versuche ich das doch einfach mal von hier aus. Wie weit kommen wir? So, okay. Jetzt können wir natürlich da keinen mehr hinbauen. Doch, das passt. Und noch so eine Querverbindung. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Was meint ihr? Okay, der eine ist abgebrochen. Hey, was sollen wir machen? Lauf mal los. Na komm, schieb's rüber. So schwer sieht es sogar nicht aus. Alles klar. Hat doch geklappt. So, yeah. Okay. 13,1 Meter, okay. Was auch immer.
So, wir haben den Walk. Wir machen den so ein bisschen nach oben, ne? Ihr versteht das, ja? Und dann wieder ein bisschen runter. Okay, das ist der Plan. Jetzt, was ist das hier? Rope. Okay. Wie viele Ropes haben wir denn? Versuchen wir es einfach so. Ich würde es mal probieren. Sieht doch stabil aus, oder? Ja, mit Ropes ist natürlich einfach. Zack. Und los, schiebt's. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Build Bridges ist zu. Okay. Power Up, ne? Ja, okay. So, jetzt ist hier schon aber ein extrem langes Level. Jetzt haben wir quasi das Tutorial hinter uns. Jetzt müssen wir hier erstmal bauen. Also, den ersten Weg müssen wir natürlich hier hinbauen. Da brauchen wir schon mal 3 Stück. Das sehen wir ja direkt. So. Und hier brauchen wir auch 3. Gut. Dann haben wir hier Ropes, hoffe ich. Daran hängen wir diese Brücke auf. Und hier brauchen wir Holz, was uns hier ein bisschen stützt. Kann man das dann anschließen? Ja, das ist doch perfekt schon. Reicht doch schon so, oder? Oh, das hält nicht. Ach, das ist nicht angeschlossen. Okay. Kein Problem, dann machen wir den Walk ein bisschen anders. Zack. Zack. Okay, und jetzt aber. Sieht doch gut aus. Komm, lauf. Du auch. Und dann noch mehr? Du läufst auch. Stopp, stopp, stopp. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen redesignen. Das ist noch nicht so gut hier. Okay, dann machen wir hier Erase, 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 Erase und Erase. Dann machen wir den Walk vielleicht auf 3 Stücken. 1, 2. Nee, Moment. 3 Stücke haben wir ja vorher schon. Wir müssen 4 Stücke machen. 4 kurze Stücke. Und dann kann man mich eventuell mit mehr Seilen das mehr Halt bringen. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Das sieht doch gut aus. Jetzt laufst du mal los und du auch und du auch. Bleibst du stehen? Automatisch? Okay, du kannst schon mal anfangen zu schieben. Nicht mehr als einen gleichzeitig auf die Brücke, sonst hält die erst nicht aus. Los. Und du auch noch. Ja, gut, ich werde eine Bewertung machen. Also Musik. Macht Spaß, sich zuzuhören auf die Dauer. Also mich hat es jetzt noch nicht genervt, von daher ja, würde ich dafür ganz solide 3 Punkte geben. Das sind 3 Punkte, das wäre auf jeden Fall. Die Geräusche, ja, es gibt ein paar Geräusche, wenn man das geschafft hat. Es gibt ein paar Geräusche hier, mit denen, wenn man das hin und her zieht. So Freugeräusche, wenn man das geschafft hat, habe ich gerade schon gesagt. Ne? Ja. Es sind jetzt nicht übermäßig viele Geräusche, aber es reicht für dieses Spiel, von daher 3 Punkte. Das Aussehen. Man erkennt klar zwei verschiedene Aussehen. Einmal hier dieses Construction-Menü, sehr einfach gehalten. Muss aber auch so sein, weil man will ja nur was konstruieren. Und das andere, schon farbig mit, was ich da so gerne mag, 3 verschiedene Vorder-Hintergründe quasi. Also wir haben hier diesen Vordergrund. Ich glaube, wir haben sogar noch einmal, dann haben wir diese Bäume, die sich bewegen. Ein bisschen, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Dann haben wir das da hinten, was sich auch ein bisschen bewegt. Und zwar zu verschieden zu den anderen. Und wir haben das da hinten, was sich noch mehr verschieden bewegt. Und dann quasi den Gesamthintergrund. Das heißt, wir haben also 1, 2, 3, 4 schiebbare Ebenen. Und das ist schon mehr als manch andere. Die Männchen sind sehr billig gehalten, aber es ist vielleicht auch die Art der Grafik hier. Das Haus sieht dafür sehr entsprechend gut aus eigentlich. So ein kleines Blümchen nebenan sieht ein bisschen verlassender aus, aber also das ist generell so ein bisschen schlicht gehalten. Aber ich würde sagen, trotzdem 4 Punkte dafür. Weil allein wegen des, ich mag diese dynamischen Hintergrund, das sieht einfach sehr dynamisch durchaus. Ne? So, die Idee und Umsetzung. Ja, das
scheint sich im ersten Teil schon bewährt zu haben, deswegen gibt es einen zweiten Teil. Dass man hier Brücken bauen muss, um Sachen zu transportieren, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Da ist einfach, man muss aber zwei Sachen machen. Einmal hier diese Brücke bauen, gucken, dass es hält, und dann muss man auch die Männchen drüber schicken. Würde ich sagen, ist 4 Punkte wert. Spielspaß. Mir macht solche Spiele immer persönlich sehr viel Spaß. Leider habe ich nicht viel Zeit, habe ich ja gesagt, deswegen bin ich trotzdem schon auf 10 Minuten gekommen. Ich könnte das noch tierisch lange weiterspielen, finde ich, weil, ja, mir macht es halt Spaß. Leider habe ich nicht die Zeit. Ich werde es vielleicht mir merken und dann später nochmal weiterspielen. Deswegen gebe ich für Spielspaß, weil dieses Konstruieren einfach doch fesselt und man will das dann das nächste Level schaffen und das nächste Level, gebe ich volle 5 Punkte für Spielspaß. So, dass wir insgesamt auf Folgendes kommen. Wir haben 3 für Musik, 3 für Geräusche, 4 für Aussehen, 4 für Idee und Umsetzung und 5 für Spielspaß. Macht zusammen 19 Punkte. Und wenn wir das durch 5 teilen, dann haben wir 3,8, sprich 4 Sterne. So, ein 4-Sterne-Spiel. Gut, hätten wir das auch wieder geschafft. Ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten reingeschaut. Bis dahin. Tschüss.